So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let Loose. Heute mit mir, dem Crusader. Und hört mal hin. Ja, ihr seht schon, der Sound der Waffe ist ein bisschen anders. Wir sind heute auf dem PTE-Test-Server und testen ein paar neue Sachen. Heute ganz speziell in dieser kleinen Folge, die ich jetzt hier mache, geht es um den Half-Track. Den Half-Track kann ich hier in 3 Minuten spawnen. Er kostet mich insgesamt 300 Treibstoff. Ich habe 590 Treibstoff am Anfang, incoming von plus 30, das ist so Standard. Und ich möchte die Mechaniken des Half-Tracks, der ist ganz oben gelistet, mal ein wenig ausprobieren. Der steht hier an dieser Stelle, den Half-Track. Den Stuart kennen wir ja schon, kostet nur noch 150, relativ günstig. Sherman kostet, der Sherman M4A1 kostet 200, der Sherman Jumbo kostet 500 Treibstoff und der Sherman 76 kostet 600 Treibstoff. Leute, 600 Treibstoff, das ist richtig viel. Das ist richtig, richtig, richtig viel. Der ist wirklich teuer jetzt. 600 Treibstoff ist nicht günstig. Das ist mit das teuerste, was ich jemals gesehen habe. Also, die Panzer wurden jetzt extrem rare gemacht, weil der Treibstoff halt so teuer ist und sich auch nicht mehr so schnell generiert. 600 Treibstoff sind schon richtig viel. Und dann gibt es noch den M8 Greyhound, der kostet gerade mal 100 Treibstoff. Das ist nicht viel, da hat sich wenig getan. Aber ich glaube, hier zwischen 500 und 600 Treibstoff zum heutigen Bild ist das schon ein relativ dicker Unterschied. Müssten wir testen, weiß ich nämlich so aus dem Kopf tatsächlich nicht. Ja, wie ich sehe, spawnt der Half-Track am Anfang nicht standardmäßig. Das heißt, den kann man erst nach 5 Minuten ins Spiel holen. Was natürlich interessant ist, so eine kleine zeitliche Barriere damit reinzubauen. Besonders im Competitive-Bereich ist das natürlich was, wo man sagen muss, okay, 5 Minuten können schon ganz schön viel sein, vor allen Dingen am Anfang. Die Zone fällt nach 3 Minuten. Das heißt, 5 Minuten müsste hinten einer irgendwie 2 Minuten warten. Ich weiß nicht, ob einer wartet auf sein Spawn-Vehikel oder so. Könnte sein, dass das für einen Competitive-Bereich nicht so nützlich ist, aber wenn das Ding mal irgendwann ein MG hat und 300 kostet, so kann man vielleicht drüber nachdenken, sich irgendwo eine mobile Spawnbase mal hinzusetzen. Es kann auf jeden Fall nicht schaden, wir brauchen immer Spawns und es gibt ja die Möglichkeit, dass man 8 Garnisonen bauen kann. Wer weiß, ob die noch mit als Garnison zählt, dieser Half-Track, oder ob der Half-Track gar nicht als Garnison zählt. Also als gesetzte Garnison. Du kannst 8 Garnisonen setzen und vielleicht kannst du damit eine 9. Garnison erstellen. Das wissen wir nicht. Wenn der Kommandant mit dieser Garnison rumfahren kann, wenn jetzt zum Beispiel der Kommandant den Half-Track fährt und er kann damit durch die Gegend fahren und kann damit immer einen mobilen Spawn machen, wo halt gerade der Kommandant ist, weil der Kommandant, der kann eigentlich nicht so aktiv am Kampf teilnehmen und so. Für den wäre der Half-Track absolut perfekt, weil er halt immer noch so eine Backup-Garnison quasi mit sich hinterherziehen kann. Der hat hier auch ein anderes Symbol, das habe ich so zuvor auch noch nie gesehen. Und wie die Mechaniken funktionieren, das werden wir gleich sehen, in ungefähr einer Minute. Das heißt, ihr müsst jetzt noch einer Minute meinen melodischen Klängen hier zuhören und dann seht ihr auch schon den Half-Track. Hier klicken, um zu platzieren. Hier gibt es anscheinend so ein paar Hilfen. Ja, hier den 75er kann ich jetzt schon spawnen, aber der 76er, den kann ich jetzt spawnen. Und jetzt ist auch schon ein wenig Zeit wieder vergangen, bevor ich hier den 76er spawnen konnte. Das heißt, 75er, 76er haben auch am Anfang eine längere Spawntime. Gut, sie haben jetzt schon eine längere Spawntime, die wird dann aber nochmal verlängert. Panzer-Gameplay kann ich jetzt noch relativ wenig drüber sagen. Werde ich wahrscheinlich nochmal ein gesondertes Video zu machen, wo ich das ein bisschen ausprobiere, weil ich weiß, dass auch unsere Panzerfahrer immer sehr interessiert an den Panzern sind. Aber wir haben hier jetzt erstmal den Half-Track und sehen uns mal den Half-Track an. Der ist für die Panzerfahrer relativ uninteressant. Der ist eher interessant für die Infanterie. Alter, was? Der Half-Track fährt mal 33 km/h. 34 km/h. Was? Was? Okay, ist bergab. 33 km/h. Der Half-Track ist so schnell wie ein LKW. Der Fahrer hat hier eine relativ gute Sicht. Das ist jetzt der Ami-Half-Track. In der deutschen hat eine etwas schlechtere Sicht. Und jetzt gucken wir mal, wie das mit dem Spawn funktioniert und ob ich noch einen zweiten Half-Track spawnen kann. Ja, in 5 Minuten kann ich dann den nächsten Half-Track spawnen. Die Cooldown-Time von den Half-Tracks ist doch relativ lang. So, da steht jetzt eine Garnison. Ich versuche mal hier 8 Garnisonen aufs Feld zu bringen. So. Good to deploy. Stop Engine. So, ich mache mir die Engine aus. Deployed. Und dann habe ich schon automatisch die Half-Track Garrison gesetzt. Also hast du den Motor aus, ist es automatisch ein Spawnpunkt und die Infanterie kann hier rein spawnen. Hast du den Motor an, fährst du weiter. Das heißt, du kannst irgendwo hinfahren, kannst mal einmal deine Leute spawnen lassen und kannst dann direkt weiterfahren.
Und es bringt denen auch nichts, auf mich zu schießen. Aber da die Figur hier im Half-Track eine richtige Figur ist, also ich bin hier leibhaftig drin quasi, glaube ich, dass du hier den Fahrer aus dem Teil rausballern kannst. Also durch die Frontscheibe. Müsste funktionieren. Ich fahre jetzt einfach mal mit dem Ding an die Stelle, wo ich mir denken würde, okay, alles klar, hier könnte man gut mal eine Garnison hinstellen. Ja, mit Tempo 33 bist du halt ultra unfassbar schnell und kannst halt überall schnell hinfahren und mal schnell eine Garni reinbauen. Also es fährt sich relativ easy, fährt sich aber nicht ganz wie ein LKW, ist ein bisschen behäbiger. Sorry, please repeat. Sorry, half track is available in, let me look, 2 minutes. Yeah. But you can use my garrison from the half track to attack. Ja, weil ich habe jetzt hier die Garni direkt hinterm Punkt gebaut. Ist natürlich irgendwie edel. Kann ich das Fahrzeug auch verlassen? Ja, zählt das dann noch als Spawn? Ja, zählt auch noch als Spawn. Okay, das ist interessant. Meine Vorräte stehen jetzt da hinten. Ich kann jetzt hier ganz lustig, wie ich bin, einfach meine Leute alle reinholen. Ich kann auch nicht so leicht getötet werden, also wenn ich mit dem Panzerfaust auf mich schießt, platze ich auch nicht so schnell. Mal gucken, wie schnell ich rückwärts fahre. Ah, geschmeidige 5 km/h zu Spitzenzeiten. Okay, jetzt habe ich wieder eine Menge reinspawnen lassen. Das ist natürlich irgendwie nice. Hinten 2, 5 Sitzplätze habe ich noch frei. Okay, viele können hier nicht rein und mitfahren am Anfang. Hier mein Half-Track steht da jetzt, da hat anscheinend schon einer drauf geaimt. Das sollte nicht mit üblichen Handgranaten kaputt gehen, das sollte eigentlich nur mit einer AT kaputt gehen. Frage ist, wird das jetzt vom Gegner geblockt, wenn das da im Punkt steht, oder wird es nicht vom Feind geblockt? Das ist halt so ein bisschen das Ding, was ich jetzt gerne austesten möchte. Aktuell wird es noch nicht geblockt, was eigentlich eher erschreckend ist, weil ich gehe davon aus, es müsste eigentlich geblockt werden, sonst kann ich einfach einen Punkt reinfahren, das Teil dahin stellen und dann können die Leute das spawnen. Ah, hier ist überrannt, okay, alles klar, also es wird vom Feind geblockt. Aber halt auch erst, wenn der Gegner extrem nah dran steht. Ich bin jetzt hier reingekrabbelt.
einmal kurz verbinden. So, ich habe jetzt einen Spawn halt direkt auf Besuchel voll quasi gestellt mit dem Half-Track, weil ich die Option dazu hatte, da einfach mal einen Spawn hinzupacken. Ist edel. Jetzt kann ich noch einen Spawn stellen. Half-Track is ready. Ready, I will place the Half-Track in the middle HQ. Und jetzt ein paar von meinen Leuten gespawnt, ein paar Gegner sind gespawnt. Gleich wird's hier sportlich. Okay, also wenn der Gegner dran steht, wird die Garni geblockt, aber der Feind kann die Garni halt nicht abbauen. Und ich liege hier halt drin und nutze einfach nur das Model. Und das galt der Gegner natürlich nicht, dass ich hier einfach nur im Ding drin liege. Und sobald der Feind weggeht, kann man hier halt wieder spawnen. Das heißt, du musst direkt dran stehen, damit du es blockst. Ah, da hat einer einen Satchel rangelegt und das Ding mit einer Satchel gesprengt. Gut. Interessant. So viel zum Thema Half-Track. Ist spannend, das Fahrzeug. Fährt sich sehr interessant. Und ich mache jetzt mal den Kommandantenposten frei und teste die Schrotflinte. Bis gleich.